ist er Zelt zu Zelt gegangen und hat gesagt, ich bin Mohammed, Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib. Ich bin der Gesandte Allahs, mein Volk verleugnet mich und die glauben mir nicht. Wer wird von euch mir glauben und mich unterstützen? Bis die Ansar aus Medina in dem Jahr vom 11 nach der Offenbarung in Mekka in den Zelten diesen Mann gehört haben, diesen edlen Propheten gehört haben, haben gesagt, ey, Moment, das ist der Prophet, was uns immer die Juden in Medina erzählt hatten. Die Beni Qaynuqa, Beni Nadir, Beni Qurayza Juden uns immer über sie berichtet hatten. Dann können wir jetzt uns beeilen, bevor die Juden die Nachricht bekommen und uns dann gegen uns diesen Propheten benutzen, können wir ihm glauben und unterstützen. Daraufhin sind die gekommen, haben gesagt, wir wollen dir glauben. Und haben erste Mal im Jahr 11 nach der Offenbarung, haben diese Menschen dem Prophet a.s. geglaubt, bestätigt und er hat ihnen die Fundamente der Religion beigebracht. Und er hat gesagt, die Ansar haben gesagt, O Muhammad a.s. O der Prophet, gebe uns jemanden, der uns beibringt. Weil bis dahin war den Propheten verboten, dass er Mekka verlässt. Ja, dakir al-ashab, komm mutadiban.